Ahoi, hoi, Kuckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, wir sind immer noch hier bei den Goblins in der Höhle. Die wollen ja aufs Maul haben, da hinten. Komm, jetzt süffeln wir nochmal Mana an uns rein. Vielleicht hilft uns das, ja. So, so, die wollen da hinten. Die sind nämlich hier oben. Also momentan habe ich nur zwei gesehen. Dann holt doch mal die Magie raus hier, Mann. Also es wirklich bringt, die ganze Mana hier zu verschwenden, das ist halt doof. Wie viel haben wir jetzt noch? Das ist ja, wir haben zwei gesehen. Und wie viel sind es jetzt gewesen? Vier? Ja. Die sind natürlich voll der Fullpower da oben, das kotzt mir an. No, ich war hier mal zwischen. Das ist der letzte. Jawohl. Rufe Trelos 88. Die werden uns noch hier groß feiern, die Leute. So. So, die Bischof Goblin, die haben wir Schweine. Wollen wir die Schweine schlachten? Das war der letzte. Das war der letzte, was? Ja, das ist doof, dass man ja wirklich zwangsläufig auf nichts zu holen. Dietriche verbraucht. Da hat man bei Gothic 1 und 2 ja natürlich, ja, wenn man sich gut anstellt, gar kein Dietrich verbraucht bei Thronknacken. Wenn man genug geschickt hat, aber geschickt hat. Aber hier? Ich brauche einen Dietrich. Ja, ja. Scheiße. Wir hätten doch welche kaufen sollen. Ich wusste nicht mal, wie viel ich habe. So, dann gehen wir mal zurück hier. Ja, komm, lauf. So. Ja, ist hier noch einer drin vielleicht? Nö. Ah, Fläschchen ist drin, das freut mich. Ja, das wir jetzt erst hier wieder hier. Magie. Guck mal, wie Lernpunkte. Wir stopfen die Lernpunkte tatsächlich trotzdem in altes Wissen mit. Oder Mana. Aber wie gesagt, in der prozentualen Auffüllung, weil da können wir mehr aus den Mana-Tränken rausholen. Aber andererseits machen die Dinger dann auch mehr Schaden. Das ist ein bisschen Zwiespalt hier. Was macht man jetzt? Was ist jetzt besser? So. Am Innerschrein konnte ich das aber doch auch erlernen, oder? Die Frage ist, ob die bei mehr, wenn die mehr Power verbrauchen, ob die dann auch mehr Mana ziehen. Oh, geh mal hier rüber. So. Noch eine Eidechse? Hä? Was kann denn schon groß passieren? Ah, speichern. So. Wir machen jetzt folgendes. Wir geben das Ding hier ab. Die Höhle der diebischen Goblins im Norden ist ausgeräuchert. Jo. Von dort kommen sicher keine Goblins mehr. Enos sei Dank. Jetzt ist endlich Ruhe hier auf dem Hof. Ich danke dir, Fremder. Möge dir diese kleine Belohnung auf deinen Wegen helfen. Die Belohnung ist wirklich klein. So. Ja, die Dietriche kannst du mir jetzt mal mitgeben hier. Komm. Wird nicht groß verhandelt hier. Gib einfach her. Das hat uns gerade noch gefehlt. So. Dann trampeln wir noch mal fix zurück. Am besten erledigst du. Plündern dort die Truhe aus. Und dann würden wir uns weiter um die Dings kümmern da. Nee, warte. Wir gehen erstmal hier. Ja, was lernen wir jetzt? Altes Wissen, dann müssen wir wieder zum Dings hier zum. Enos! Sebastian, Lebenskraft. Tja, magische Kraft. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir kriegen. Gewähre mir. Ja. Für 5 Lernpunkte kriegen wir 20. Ich glaube, ich will das gar nicht mehr. Lassen wir es mal. Kann dir doch egal sein.
Wer konnte mir jetzt eigentlich. Das ist. Flammenbeere, sehr gut. Wer konnte mir jetzt noch altes Wissen hier lernen, außer der Sebastian dort? Also wenn wir Reddock wirklich auslöschen sollten, wie gesagt, dann ist der ja weg. Wir müssten mal Nemora und Okara aufsuchen gehen. Sie wollen uns wieder, dass wir die Orkstätte hier ausräuchern. Das will ich aber nicht. Ja, komm. Weil wir wollen hier für die Orks, wir haben bei den Orks gerade mal 3 Punkte hier. Wir müssen effektiv hier was für die Orks machen. Eben eins dieser Nester dort ausräuchern. Weil ich überlege gerade noch, wofür ich... Oder greife ich Reddock an? Wie gesagt, dann geht mir aber der Dings da hier. Unmöglich. Ach, das ist auch noch eine, die ich gar nicht machen kann. Oh, dafür trampel ich jetzt zurück. Hier ist kein Bettchen, oder? Da würde ich bis zum nächsten Morgen knarzen. Ich gebe jetzt keinen Mana-Trank hier für Teleport aus. Rohes Fleisch sollte ich noch besorgen. So, da würde ich sagen, wir machen in Dings weiter, in Geldern. Gehen wir altes Wissen lernen. Ich würde sagen, wir lernen auch mit altes Wissen hier. Jetzt. Weil da können wir auch stärkere Zauber überhaupt tragen. Weil das ist wie mit Stärke und hier, wenn man Stärke ist, Land und Einhand. Man muss erstmal die Stärke hochpowern, damit man den Scheiß überhaupt tragen kann, den man haben will. Weil wenn wir eine Einhand auf 1000 haben oder so und Stärke auf 10, dann können wir auch die stärkste Waffe nicht tragen. Selbst wenn wir damit umgehen könnten. So, ich habe euch geholfen, da lasst ihr mich mal in einem eurer Bettchen schlafen. So, deswegen würde ich mich jetzt nochmal kurz umziehen hier. Und nach, erstmal abspeichern. Falls wir das Spiel hier abknüppelt. So. Was wollten wir jetzt machen? Genau. Wir investieren jetzt in altes Wissen. Wir kriegen immer 11 Lernpunkte. Ich glaube, das war wegen dem schnellen Lernen. Reddock. Ja, Reddock angreifen. Wer bringt mir sonst noch? Ich würde mal gucken, altes Wissen, wer mir das noch beibringen kann. Ich wette, einer der Feuermagier in dem anderen, Nemora oder Okara. Dann müssten wir dort dann nochmal hingehen. Weil wenn wir den hier platt machen, handeln mit mir. Wir wissen nicht, ob wir... Ja, ihr könnt mir natürlich vertrauen. Alte Magie. Bring. So, du gibst mir jetzt hier altes Wissen. Du gibst mir jetzt einmal 5. Einmal 5. Gut so. Genau. Dann gibst du mir nochmal altes Wissen plus 1. Wie viel haben wir? Sehen wir das hier? Können wir das öffnen? Nein. 3. Wir haben altes Wissen. Wir machen ja mal eine fast runde Zahl draus. Bring. Und lernen noch einen Punkt dazu. Da haben wir glatte 75. So. Ja. Ihr könnt ja mal was probieren. Wir könnten ja mal was ausprobieren hier. Handel mit mir. Ja. Stehen! Nein, der ist immer noch nicht tot. Dir werde ich zeigen!
So. Ich geh jetzt mal hier hinten raus. Dann würde ich auch vorne noch mal reinkommen in das Nest. Und mal sehen, was die hier zu sagen haben. Ich mach dich fertig! Ja, mach das. So. Jetzt sammle ich eigentlich den Scheiß hier ein. Hat die Tür schon ausgeräumt? Ob die mich jetzt allgemein angreifen, da würde ich nochmal, wir machen das einfach. Wir gehen nicht hinten raus, wir machen das so. Ja, mache ich Redok platt oder mache ich Redok nicht platt? Das sag ich so einfach, ich weiß. Ja, jetzt sind die alle sauer auf mich hier. Bleib stehen! Ja, was machen wir? Was machen wir? Ich würde das jetzt mal probieren. Ja, klar, hängen ja wieder überall fest. Wenn die sich nicht so blöd bewegen würden da oben. Ja, klar. Ah, ja, da steht ja einer hinter mir. Nee, so wird das nichts. Nicht, wenn die alle zu dritt hier, wenn die hier. Nee, das wird nichts. Und tot, oder? Nee. Lauf, lauf doch, Mensch! Ja, irgendjemand schießt hier auf mich, kann das sein? Jetzt wirst du was erleben! Ja, mach mal! Kriegst mich sowieso nicht. Nee, nicht in die Wölfe, nein! Ach, selbst ein Schießduell da unten! Nein! Lauf! Komm, lauf. Da flog ein Pfeil. Habt ihr den Pfeil fliegen sehen? Bleib stehen. Ja, das Schießduell ist doof, wenn wir angegriffen werden von allen Seiten. Ja, die kloppen sich doch mit den Wölfen rum. Hätten wir. Speichern das mal zwischen. Wir haben ja den Speicherplatz von letzter Folge. Ui! Jetzt kommt der Feuermagier. Ach du Scheiße. Ja klar! One-Hit hier oder was?
Feuermorgen, mit dem müssen wir uns eigentlich extra dann befassen. Haben wir unsere Assassinenkleidung jetzt eigentlich angehabt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee, hatten wir noch nicht mal. Oh. Wo ist die Bande jetzt? Hatten wir den hier ausgeräumt? Ja. Na komm doch, Mensch, muss denn das immer dann sein, wenn ich hier Schießduell mache? Wolf. Na! Alter, das kotzt mich an, dass die wirklich nur einen Schuss brauchen und ich bin weg. Da kann man auch schlecht ausweichen. Die müssten wir so im Nahkampf so versuchen. Tatsächlich. Ja. Ja, dass es nicht leicht werden würde, das war klar. So. Ja. Hier wollen wir runtergeflitzt kommen. Na, zeig mal. Aber wie die alle hier hinterher gedackelt kommen, das ist der Hammer. Komm, lauf. Da ist noch einer mit Bogen. Komm, lauf. Die Frau teilt aus. Lauf doch mal ein bisschen schneller hier hoch, Mensch. Alter. Hirsch. Kommen die hier hoch? Oh ja. Die Alte hier, guckt euch das an. Ach, die kommen ja von dieser blöde Feuermarke da oben wieder. Ich mach dich fertig. Wir müssen erstmal hier. Komm, nee, lauf, 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 Junge. Lauf doch einfach mal, Mensch. Mann! Ich werde es dir zeigen! Ja, zeig mal! Nein! Och, Leute! So viel Mana habe ich aber auch nicht, dass ich hier die komplett einsetzen könnte gegen die. Jetzt habe ich inzwischen gespeichert, dass ich den einen Typen da schon hatte. Wir könnten höchstens versuchen. Mit einer Flammenwelle, aber das wird nicht reichen. Bleib stehen! Aber irgendwas haben wir geholt. Das ist ja der Typ. Aber ich glaube, wir müssen ja erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Na, zeig mal. Der braucht ja eine extra Ladung, der Typ. Das gesehen, die Alte ist vorhin durch den Boden hier durchgekommen und hat mir hier einen in die Drüse gehauen. So. So, wenn die jetzt hier von hinten kommen. Ja. Jawohl, Schießduell.
glaube, damit sind wir das scheiß Magino da unten lernen. Ja, komm, lauf, Junge. Wir müssen ja erstmal Abstand gewinnen. Wir müssen erstmal weg hier. Bleib stier, werde ich. Nein, hau ab. Nein, zeig mal. Ich mach dich fertig. Nein, komm in Ruhe. Die jagen mich hier um die ganze Welt jetzt hier, ey. War hier mal zwischen. Die wissen nicht, ob die mir vertrauen können. Jetzt wissen sie es. Ja. Ja, komm hoch hier, Mann. Gehst du hier hoch? Ich muss doof, wenn jetzt meine Pfeile langsam alle werden. Das Schlimmste wird dann noch der Feuermagier. So, wenn der Scavenger jetzt sich jetzt einmischt. Oder von hinten rechts und links noch einer kommt. 180 hat er gebracht. Feiern. Oh, Javier ist tot. Das schaffen wir aber alles nicht in der einen Folge heute hier. Das ist doof. Ja, bitte mal. So. Feiern. So, wo kommt das jetzt her? Hä? War der hier oben? Flammenbeere, na danke. Wo ist denn der? Ach, da unten. Jawoll! Das ist der blöde Magier. Der geht mir dezent auf die Eier. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir teleportieren uns jetzt mal rüber. Zum Eingang. Ich muss das tun hier. Ja, ich muss eine Neuordnung her. Weil die ganzen Pfeifen, die bisher hier das Königreich geführt haben, die sind inkompetent. Deswegen machen wir das. So. Feiern wir mal hier oben. So. Wo ist der Rest jetzt hin? Der Bande. Miliz. Wir machen mal Folgendes. Immer den üblichen hier Trick, wenn wir was sehen würden. Ja, wo ist er? Da oben. Macht ihr mal ein Schießduell mit mir? Unangemeldet. So, ich hoffe mal, hinter mir ist keiner. Ja, wo bist denn du? Ey, von der Seite ist Hirno, ist gemein. So. Speichern. Wo lange, wo leben wir? So, wo ist der jetzt mit seinem Schießduell? Da oben der. Na dann, zeig mal. Brenton, wer ist denn Brenton? Den haben wir überhaupt noch nicht gesehen. Oh, scheiße. Das Schießduell verlieren wir. Nimmt der überhaupt noch Schaden? Jawohl, schießt durch die Wand. Ja, weich dem mal aus. Also das ist echt scheiße. Gegen Magier hier, das ist... Na, was tut unsere Magie dem? Gar nichts.
Weil der Drecksack, wenn er auf der Hälfte ist, dann heilt er sich wieder mit seiner Scheißmagie. Wir müssen den irgendwie, haben wir einen Frostzauber, dass wir den einfrieren können? Wir müssten, haben wir sowas? Ich glaube nicht. Jo. Jetzt kommt dieser blöde Magier hier runtergeschissen. Wo ist denn der? Ja, du machst mich fertig. Ich weiß, das hast du mir die ganze Zeit schon versprochen. So. Ich warte immer noch auf die Einlösung. So. Komm mal durch hier. Nee, hier können wir nicht ausweichen. Scheiße. Wir stecken wir hier fest. Klar. Wir schwenden die ganze Zeit, die wir hier noch haben. Jetzt kommen wir hier nicht raus. Ey, zwei ist unfair. Ich hoffe mal, die schießen die ganze Zeit hier weiter aufs Holz. Der trifft mich hier, der Feuermagier, da an der Seite. Haltet doch mal still, Mann! Bleib stehen! Irgendwann treffen die mich. Wenn nicht die, dann der Magier. Kommt der Magier, jetzt haut der rein. Der trifft uns hier hinten. Der schießt aber auch hier die Gegner ins Holz. Das soll eigentlich mein Vorteil sein. Der kommt mir aber schon gefährlich nahe hier. Ey, runter hier! Warte mal, ich mache hier mal einen Zwischenspeicherstand, dass falls wir jetzt wirklich verrecken, dass wir notfalls noch nach rechts irgendwo hin ausweichen können. Das mache ich aber jetzt nicht den Schnellspeicherstand. Wo ist denn dein... Mach doch mal den Bogen hier! Wenn wir den Magier hier holen können, das wäre natürlich super. Jetzt bist du doof, wenn der sich auf der Hälfte dann heilt. Ja, genau das habe ich mir nicht gedacht. Genau das, was der jetzt macht. Wenn die nicht so rumzappeln würden alle. Was sagt denn unsere Magie eigentlich? Hm, geht komplett daneben überall. Hallo! Was hast du denn hier? Und meine ganzen Pfeile hier. Der batzt sich durch die Wand. Ja.
Also den Feuermagier holen wir dort hinten auf keinen Fall. Ja. Weil der Drecksack heilt sich. Ei. Hier haben wir gestochen. Ich reiß dir den Kopf ab. Ja, dann reiß mal. Ja. Jetzt wirst du bluten. Aber bitte mit abschrauben, danke. Bleib stehen. Ja. Ich werd's dir zeigen. Ja, komm, die Alte, die hauen aber auch zu. So. Ja, jetzt kommt der Feuermagier wieder. Jawohl. So. Wir müssen uns erstmal einen sicheren Standort hier suchen. Das Problem, wenn wir neu laden hier, wie gesagt, dann haben wir wieder alle neue Power. Das ist bekloppt. Ja. Wir würden jetzt erstmal Feierabend machen für heute. Ich werde es dir zeigen. Nö. Bleib stehen. Können wir Teleporte einsetzen irgendwo? Ich werd's dir zeigen. Ja, zeig mal. Hm, wo ist? Hier. So. Okay. Stimmt, wir sollten noch die Orks mit dazu nehmen. Das machen wir. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Und in der nächsten Folge ziehen wir die Orks mit dazu. So, damit. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.